Na gut. Ich muss erstmal weiter gucken. Also ich habe immerhin schon ein bisschen was entdeckt. Also was anderes. Oh, da ist beides? Das ist jetzt aber unpraktisch. Wo soll ich denn jetzt wissen? Da ist das, aber der Geocache war doch auch in der Nähe. Ob ich den Geocache kriege. Toll. So, Sonne, ne? Sonne war irgendwas. Oh. Musik. Alter, was ist denn hier los? Haben die alle aufgehängt? Das ist ja ein Traum. Mach hoch die Tür. Muss in den unteren Ebenen sein. Warum? Deswegen gehen wir erstmal nach oben, ne? Okay, drücken wir doch mal. Na, was können? Der Aufzug steckt fest. Ah, was? Achso, machen wir ihn wieder locker. Yay, locker! Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Kommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Mhm. Geocache-Geheimnisse gefunden. Geheimnisvolle Befehle. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären. Boah. Geocaches-Geheimnisse, okay. Ich würde ja gerne da hoch, aber... Na gut. Komm, hopp. Ich muss mir den Weg freischießen. Bist du da jetzt ganz allein drauf? Nachdem ich die Waffe gezogen habe. Ich bin ja so überhaupt nicht stolz auf dich. Ja, okay. Da geht's dann auch nicht weiter. Hier ist eine Leiter, okay. Da komm ich nicht hoch. Wow! Wie fies. Außer Munition ist hier nichts. Hol ich mir trotzdem erstmal ihn hier. Nee, geht gar nicht. Dahin. Ah, so zum Beispiel. Man sollte auch von der richtigen Seite ranspringen, dann kriegt man es auch irgendwie hin.
Ich muss nur noch 3 lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Schön. Also ich habe jetzt gerade das Loch gefunden, wo ich eine weitere Ebene, also ein weiteres Zahnrad abmontieren kann. Na los, komm. Da gab's Knöpfe, der Max. Komm schon. Den Sprung schaffst du. Welchen Sprung denn? Hä? Was will die? Was für ein Sprung? Was? Hä? Welchen Sprung schafft sie? Das hat es wohl versaut. Toll. Irgendwie da durchkommen. Ja, toll. Mit dem Aufzug wahrscheinlich. Okay. Also ich komme wohl nicht dahin. Ach, da könnte ich hin. Ah, okay. Da habe ich nicht gesehen, dass da ein Loch ist. Okay. Okay, hier ist es same. Nee.
nicht so hin. So, und abwärts geht's mit dem Fahrstuhl. Hat keiner gehört. Ich glaube, das hat funktioniert. Nein, ernsthaft? Meinst du das wirklich? Für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Tja, Helm der Sud ist die. Auf dem Weg ist die Schatzkarte. Die werde ich mir gleich mal markieren. Sonnenkiller, das meinen die damit. Hier hängen ganz toll wieder so kleine Oh Gott. So. Ja, hier hinter bin ich anscheinend erstmal ein bisschen sicherer. So, hier ist also jetzt alles aufgetaucht, bis auf die Sonne natürlich. Nachvollziehbar. So, hier ist ein Geocache. Alter, warum müssen die immer dahinter irgendwo sein? Dann haben wir noch die Dinger da hinten immer noch. Ein Geocache, ein Relikt, ein Dokument, sind alle auf der Karte. Und vier von diesen Sonnendingern. Dann gehen wir erstmal ganz kurz wieder zurück. Ich möchte das erstmal. Oh Mist. Das mache ich lieber erstmal. Ein Sonnending hier. Genau diesen blöden Verstecken jetzt hier baumelt. Und auch nicht in diesem Verstecken.
wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ganz kurz zurückgehen. Achso, da habe ich ja den ersten gefunden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch einer ist, ist nicht unbedingt so gegeben. Mit einer Notiz drin. Hm? Echt? Mit einer Notiz drin? Okay, mit einer Notiz drin. Okay, es wird anscheinend nicht kurz vorgelesen. Was so notiztechnisch sich da jetzt ergeben hat. Warum geht er denn nicht runter? Hallo, warum gehst du nicht runter? Oh, das gibt's auch gar nicht. Hallo. Warum geht er... Das ist doch nicht wahr. Entschuldigung. Ich krieg das hier nicht hoch und runter. Das gibt's auch gar nicht. Kann man das so hin und her schieben? Nee, geht nicht. Achso, oh nee, kann ich... Nee. Ich krieg das... Ach, ich muss die Pfeiltasten nehmen, okay. Mission gescheitert. Ich wurde hergeschickt, um eine neue Bedrohung der Interessen der Trinität auf dieser Insel zu untersuchen. Nach meiner Ankunft entdeckte ich Matthias und seinen Solarikult. Ich glaubte zu dem Zeitpunkt, Matthias könnte das Sternphänomen niemals erlangen, aber das war ein Irrtum. Ich hätte ihn töten sollen, als ich Gelegenheit dazu hatte, aber nun ist es zu spät. Ich wurde verraten und tödlich verwundet. Meine Mission ist nicht abgeschlossen. Ich habe wenig Zeit. Wenn Sie die Zahlen entschlüsselt und das hier gefunden haben, müssen Sie meine Ablöse sein. Nicht wirklich. Nehmen Sie diese Waffen und Vorräte und töten Sie Matthias. Er steht kurz davor, den Feind wiederzuerwecken, der so lange geruht hat. Das darf nicht geschehen. Mhm. Dieser Name schon wieder. Trinity. Eine Art Organisation. Aber wer sind Sie und woher wissen Sie von dieser Insel? Ja. Das habe ich jetzt praktisch mit dem... mit dem Geocache bekommen. Das ist cool. Okay. So, dann haben wir hier aber immer noch das Relikt. Hallo? Ja, so. Doch, hat er gehört. Ja, das ist dann noch weiter. Das da oben drauf? Tja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken.
eine Leiter? Hey. Das war ein cooler Spruch, der gefällt mir. Ja, ist halt eine Leiter. Warum wird mir das Relikt hier angezeigt, obwohl es hier nicht ist? Das ist ein Witz, oder? Sitzt fest. Toll. Das ist doch wohl ein Witz. Naja. Oh. Ciao. Das waren die Schrapnelle. Auf die Schnelle. Na gut. Keine Sonne? Echt nicht? Keine Sonne? Da ist wahrscheinlich wieder an einem extrem beschissenen Ort versteckt, beziehungsweise drei Stück an einem extrem beschissenen Ort. Entschuldigung, hat's halt ein bisschen eilig. Naja, da ist eine Leiter. Ja, immer noch. Komm, weißt du was? Komm hier. Ich kletter jetzt mal hoch, damit du Ruhe gibst. So, wir haben die Leiter gefunden. Zufrieden? Naja, ist halt eine Leiter. Bleibt eine Leiter. Ist eine Leiter, sieht aus wie eine Leiter, schmeckt wie eine Leiter, ist eine Leiter. Wieder mit der Leiter. Das ist halt eine Leiter, ja, mein Gott. Aha. Nein! Ah. Ich wollte nur ein bisschen besser gucken können. Wollen, hätten, sollen, müssen. Thank you.
Absicht. Noch ein Helm der Zhou-Dynastie. Die umfangreichen Verzierungen deuten auf die kaiserliche Familie hin. Echt? Cool. Nietzsche! Mehr nicht! Oh Mann, aber ich brauch doch noch... zwei, oh Gott. Zwei von diesen Achso, da ist es Richtung Fluss. Zwei von diesen blöden Sonnen noch. Oh Mann. Das wird wieder dauern. Sehen Sie nichts. Achso, ach, das ist ja dieser. Hier, das, bei sowas Leuchtendem kann das echt ein Problem sein, wenn das direkt vor so einem Ding hängt. Ich finde das doof, dass es im Wasser nicht bleibt. Die Räumlichkeiten sind nicht mehr so groß. Jetzt fehlt mir aber immerhin nur noch das Dokument. Das ist ja vielleicht nicht ganz so schwer zu finden oder zu krallen wird. Das ist aber keine Sonne. Nö. So, da oben hatten wir eine gehabt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es hier etwas ruhiger ist. Achso, übrigens. Yeah. So, ich kann alles bauen. Juhu. Machen wir erstmal den Bogen fertig hier. So. Die durchdringenden Pfeile. Und die explosiven Pfeile. Kann ich tatsächlich noch das Gegengewicht machen. Dass die halt noch härter werden. Noch härter, sag ich schon. Noch schwerer. Noch mehr Aua machen. Yeah. Somit ist mein Bogen auch richtig schön hochgepusht. Das waren die Sprengpfeile also gewesen. Cool. Alter, der Bogen, der sieht schon so geil aus. Ein so ein Ding fehlt noch. Die Kiste gelandet. Das ist aber, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, ich glaube, hier musste ich laden. Achso, aber ehe ich das über... Okay, hier ist es. Tja.
kommen. Da ist doch bestimmt irgendwie so eine Glocke. So eine Sonne. Bitte? Was ist denn? Ach, könnten das explosive Tonnen sein? Echt nicht? Hier ist keine Sonne? Oh, Harakiri. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Der hat's versaut. Hob dich jetzt mal. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Aber kaputt, oder? Und noch scharf. Oh, behältst du das Schwert? Das wäre natürlich cool. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Ach, einfach kurz mitteilen, passt schon. Okay.